Vor 50 Jahren wurde in Heidelberg die Stiftung Berufsförderungswerk Heidelberg gegründet. Damals beschäftigte die Stiftung 280 Mitarbeiter. 1971 wurde daraus die Stiftung Rehabilitation Heidelberg und 1999 schließlich die SRH Holding. Heute beschäftigt der Bildungs- und Gesundheitskonzern rund 12.000 Mitarbeiter und hat bundesweit 44 Standorte sowie eine Hochschule in Paraguay. 50 Jahre SRH. Eine Erfolgsgeschichte. Mit einem Festakt wurde an der SRH-Hochschule das Jubiläum gebührend gefeiert. Eine große Torte zum runden Geburtstag, gebacken von Heidelberger Kindern und in Empfang genommen vom Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Christoph Hettich. Dieser hatte zum Jubiläum dann auch ein besonderes Geschenk parat. Vor anderthalb Jahren löste er Professor Klaus Hecking an der Spitze des Konzerns ab. Eine Interimslösung hieß es, doch jetzt wurde eine feste Sache daraus. Ich denke, es ist eine tolle Aufgabe hier als Vorstandsvorsitzender der SRH. Tolle Leute, tolles Unternehmen. Ich habe das jetzt schon seit anderthalb Jahren begleitet, die Aufgabe wahrgenommen und es bleibt halt so. Die SRH setzte Zeichen, weithin sichtbar der Science Tower der SRH Hochschule. 2004 auf dem Heidelberger Campus eingeweiht, wurde er zu einem Markenzeichen der Stadt. Die SRH setzt Akzente. Mit knapp 800.000 Kunden im Jahr und einem Umsatz von über 840 Millionen Euro ist die SRH ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir sind natürlich froh, dass ein solch großer Konzern auch hier in Heidelberg gegründet worden ist. Was für uns besonders schön ist, es war ein soziales, ein kirchliches Engagement, sich für Menschen einzusetzen, die durch einen Berufsunfall oder durch einen privaten Unfall aus ihrem Berufsalltag rausgerissen wurden, die umschulen mussten, die neu lernen mussten. Und denen ist hier eine Heimat gegeben worden. Auch heute noch ist die SRH eine gemeinnützige Stiftung, eine Unternehmensform, mit der man wirtschaftliches Handeln und soziale Verantwortung verbinden will. Auch das Kerngeschäft ist geblieben, Bildung, Gesundheit und Rehabilitation. Neue Entwicklungen und künftige Bedürfnisse privater Kunden hat die SRH dabei immer im Blick. Also wenn wir uns den Bereich Bildung anschauen, müssen wir sehen, dass die alten Modelle, dass man beispielsweise in der Hochschule einmal das Studium absolviert und dann rausgeht und einen Beruf macht, sich auflösen, dass es ein lebenslanges Lernen sein wird, dass andere Formen von Präsenzlernen und Distanzlernen sein wird. Das ist eine Veränderung beispielsweise. Die andere Veränderung ist im Gesundheitsbereich, dass wir immer mehr Pflege sicherlich brauchen, diese 1-zu-1-Beziehungen von Menschen. Auf der anderen Seite immer mehr Wissen bekommen werden im Bereich der Medizin und damit sich die Angebote verändern. Mit der Akademisierung von Gesundheitsfachberufen nimmt die SRH-Hochschule eine bundesweite Vorreiterrolle ein. Eine Ausbildung, die in europäischen Nachbarländern schon seit Jahren Standard ist. Politik und Fachverbände unterstützen die SRH dabei, Lehre, Praxis und Forschung unter einem Dach anzubieten. Auch der Wissenschaftsrat sprach eine entsprechende Empfehlung aus. Einen Meilenstein setzte die SRH mit der Einführung des Core-Prinzips an der Hochschule. Eine völlig neue Art des Lehrens und Lernens. Anders als herkömmliche Modelle setzt das neue Studienmodell nicht auf die passive Rezeption von Informationen, sondern auf eigenverantwortliches Lernen. Spaß an dieser neuen Form der Hochschule haben nicht nur die Studierenden, sondern auch Eckhard Würzner. Der Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg lehrt als Dozent an der SRH Hochschule. Also ich halte es für wichtig, dass wir, die wir eine gewisse Erfahrung auch im Berufsleben schon gemacht haben, unser Wissen weitergeben. Und deswegen bin ich gerne an der Universität oder auch hier an der Hochschule auch lehrtätig, weil die Studenten sind einfach begeistert, wenn sie was aus dem realen Leben erfahren. Wie entwickelt man ein neues Wohnquartier? Wie kann man eine Stadt nachhaltig entwickeln? Das sind viele Fragen, mit denen ich mich auch beschäftige. Und das weiterzugeben ist natürlich ein ganz wichtiges Gut und ich mache das gerne. Eine Herzensangelegenheit im Jubiläumsjahr, der SRH-Dämmermarathon. Erstmals richtete der Konzern den Marathon durch die Städte Mannheim und Ludwigshafen aus. Über 10.000 Menschen gingen im Mai an den Start. Eine Image-Kampagne nach außen, vor allem aber eine Motivation für die Mitarbeiter. Wir haben uns hier aktiv beteiligt beim SRH-Dämmermarathon, so heißt er ja jetzt. Das Wichtige ist, dass die SRH-Mitarbeiter und Mitarbeiter sich selber damit kennenlernen, das Unternehmen kennenlernen, dass sie ein Bild haben, 310 Läufer mit demselben T-Shirt, die sich auf der Strecke erkennen, miteinander reden, wo seid ihr her, aus Dresden, aus Gera, aus Heidelberg, aus Neckargemünd miteinander sprechen und überhaupt die Größe und die Qualitäten der SRH kennenlernen.
Die Mitarbeiter der SAH sollten am Jubiläum teilhaben. Auf der Festmeile auf dem Campusgelände tummelten sich rund 3.500 Menschen. Denn eines hat die SAH verstanden: Nur wenn die Mitarbeiter dabei sind, wird es auch in Zukunft mit dem Konzern weiter nach oben gehen.